Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es um meine Schminkkurve gehen. Ich wollte es eigentlich schon vor Monaten abdrehen, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich diesen Schminkkurve am besten präsentiere. In the dark we stand apart, we never see that the things we need. Ja, und das ist schon das erste, vielleicht für manche etwas außergewöhnliche. Ich bewahre meine Schminke hier drin auf, wobei es langsam auch etwas knapp wird. Aber es war gerade für mich die perfekte Lösung, weil ich einfach jetzt nicht so bombastisch viel hatte, aber auch nicht so wenig. Und in so einem Koffer ist es einfach gut aufgehoben. Das ist ein ganz normaler Koffer aus dem Baumarkt. Es gibt auch so Beauty-Koffer, die sind halt rosa, aber die kosten dann halt auch das Fünffache. Der hier hat, meine ich, 20 bis 40 Euro ungefähr gekostet. Den habe ich schon ein paar Jahre. Ist ja auch schon ein bisschen verbeult. Praktisch daran ist einfach, man hat immer alles dabei, wenn wir in Urlaub fahren oder so, nehme ich am besten immer den ganzen Koffer mit. Ich muss mir nicht überlegen, was ich nehme, ich muss nichts ein- oder aussortieren. Das ist aber jetzt nicht alles, denn mein Alltags-Make-up bewahre ich im Bad auf natürlich. Es ist natürlich doof, das immer reinzugraben und rauszuholen und so weiter. Und das zeige ich euch nämlich jetzt auch noch kurz, das habe ich nicht mit hochgebracht. Also das steht bei mir unten im Bad neben meinem Spiegel. Und da sind einfach mal so wichtige Dinge drin, wie zum Beispiel Make-up, um meine Narben und Pickel abzudecken. Dieses Make-up hier benutze ich zurzeit, das benutze ich jetzt seit einer Woche und das gibt es in der Apotheke. Ist von Vichy und ja, deckt extrem gut. Man hat ganz schnell aber leider auch einen Maskeneffekt, deswegen brauche ich was anderes noch. Das ist übrigens die hellste Farbe. Die anderen haben irgendwie alle Flecken bei mir hingelassen. Also muss ich da auch mal noch weiter schauen. Genau, aber so ist es echt gut, es deckt gut, es hält gut und ist auch wahrscheinlich nicht so gut für meine trockene Haut. Mein Augenbrauengel von Alverde, das habe ich mir erst gekauft, aber das ist so gut und es riecht nach Vanille. Also ich finde, es riecht nach Vanille und mega, ich liebe es. Dann mein Concealer, der leer ist bald, den muss ich mir bald neu kaufen. Dann die Eyeshadow Base von Essence, die liebe ich auch, ist auch bald leer, also ich muss wahrscheinlich demnächst mal wieder einkaufen gehen. Sagt mir gerne, ob ihr da einen Haul dazu wollt, dann dreht ihr natürlich dann auch gerne für euch ab. Neben Eyeliner, meinen hoch angepriesenen Eyeliner, den ich so sehr liebe, von L'Oreal. Ein Beauty Blender, aber nicht der originale, sondern der von DM. Dann haben wir hier Alverde Creme einfach, das sind auch so Reisecremes, die ich mal bei irgendeiner Reise dabei hatte und die ich auch kaufen möchte. Dann habe ich hier meine paar Lippenstifte, ich habe echt nicht viele Lippenstifte und die meisten sind auch so, ja, knallig, würde ich sagen. Ich habe hier halt einfach wirklich so ein paar verschiedene Lippenstifte dran genommen. Und hier habe ich noch so kleine Beauty Blender. Moment. Oh, komm raus, komm raus, komm raus. Ja, so kleine, die sind für Concealer sein. Ich habe sie mal eben ausprobieren wollen, war neugierig darauf. Es funktioniert genauso gut wie die, mein Gott. Also, man braucht es nicht unbedingt. Dann habe ich hier noch ein paar Highlighter. Da habe ich noch einen Wecke-Lippenstift-Dings da, weil das dreht man einfach um. Dann kommt hier Spitze raus und kann man. Dann habe ich da einfach drin, weil ich da drin habe. Lip Liner. Unten ist eben noch so eine Schublade. Ja. Da ist aber nur so Haarzeug drin, ist eigentlich jetzt ja eher weniger Schminksammlung. Deswegen konnte ich nicht viel drauf eingehen. Da sind einfach so ein paar Haarnadeln drin und die Nagelschere von Finn und mein Nagelknipser. Dann habe ich noch eine zweite Box, die ist ein bisschen chaotischer. Hier habe ich einfach meine Pinsel drin. Die möchte ich natürlich auch nicht die ganze Zeit aus dem Koffer hier rauskramen. Deswegen habe ich die hier. Das ist eigentlich eine Box für Wattepads und so. Das sieht man auch an dem Schlitz hier. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, also falls ihr wisst, wo man günstig solche Aufbewahrungsboxen für Schminke herkriegt, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen, ich wäre euch wirklich mega dankbar. Genau, da sind einfach meine Pinsel drin und meine Pinsel sind eigentlich fast alle von zu Eva, weil ich diese Marke echt gut finde. Sie ist günstig, beziehungsweise preiswert. Ja, und ich finde, die sind genauso gut wie ein Sigma Pinsel und die fühlen sich wirklich gleich an und ich habe die jetzt auch wirklich schon 4 Jahre oder so und die sind echt immer noch wie neu. Wahrscheinlich weil ich die letzten 2 Jahre mich kaum geschminkt habe. Ich glaube den, das ist so ein, keine Ahnung, woher ich den habe. Also das ist nicht der von der Bambu-Reihe, wenn ihr das denkt von Zoeva, sondern so ein Billigding. Das genauso, aber die sind eigentlich auch noch relativ gut. Da hat man einfach mal Glück gehabt. Manchmal hat man ja Glück mit so Billigdingern. Ich glaube, woher ist der? Der ist von Essence. Den benutze ich ganz oft so zum Konturieren. Und
Genau, also auf jeden Fall Pinsel hier hinten. Dann habe ich hier meinen einzigen Nude-Lippenstift, den ich habe. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe. Model Co. Ich glaube, das war mal in einer Glossybox drin oder so. Aber ich finde den Lippenstift mega cool. Genau, dann eben meine Mascara. Da unten sind dann noch so kleine Pröbchen, beziehungsweise hier ist dieser Mascara von Dior, den ich in meinem Adventskalender hatte. Aber eigentlich benutze ich immer nur den hier, seitdem ich den empfohlen bekommen habe. Hier ein paar Lipgloss, weil ich habe auch nicht so viel Lipgloss, also die sind meistens hier drin. Und da ein paar Kajal, also ja, ein brauner Kajal, einfach was Außergewöhnliches. Manchmal hätte ich einfach gerne was anderes, weil ich mich schon oft eigentlich sehr gleich schminke. Und den hier habe ich nur wegen der Spitze hier drin. Der ist von P2 und der ist, glaube ich, auch schon sehr alt. Gibt es bestimmt nicht mehr. Aber mit der Spitze kann man sich richtig schön Seitscheitel oder Mittelscheitel ziehen. Weil ich habe das ja mal so und mal so. Ich bin da jetzt nicht so festgefahren. Also, jetzt habt ihr schon mal ein bisschen was gesehen, was bei mir im Bad so rumhängt. Ach, Moment. Was ich natürlich noch im Bad habe, ist mein Augenbrauen-Shadow. Mein Augenbrauen-Set von Catrice, nennen wir es einfach so, wie es draufsteht. Ja, und da sind einfach so zwei Puder drin. Ist mir leider vorhin runtergefallen, zum Glück lebt es noch. Das Helle für vorne, das Dunkle für hinten und das macht wirklich ein perfektes Ergebnis. Da unten hat man noch so eine Schublade. Da ist eigentlich eine kleine Pinzette drin, die war immer mega praktisch. Und weil sie so praktisch war, habe ich sie verloren, weil ich sie andauernd benutzt habe und irgendwann nicht mehr reingetan habe. Typisch. Naja, auf jeden Fall kaufe ich mir das auf jeden Fall wieder. Dann benutze ich zurzeit immer diesen Lidschatten hier. Colorful Eyes von Rivaldi Loop Young, aber ich glaube, der ist schon wirklich richtig alt. Ich glaube sogar, dass ich den meine Mutter mal gekauft hat und dass ich den wirklich daher noch habe und das ist dann wirklich lang her. Dann haben wir hier noch den Alverde-Puder, den ich zurzeit sehr oft benutze. Er ist so, ja, es hat schon ganz leicht beige Farbe, aber ich finde trotzdem, er ist echt transparent. Und den habe ich ja erst gekauft und zwar für die DM Haul Challenge, die ich mit der lieben Nadine gemacht habe. Und ein paar anderen ganz lieben Mädels. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Infobox. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Dann noch mein Bronzer. Und zwar der Terra Sun Bronzing Powder Maybelline New York. Ja, den habe ich auch mal aus der Box gekriegt und der riecht so gut. Ich finde, der riecht richtig, richtig lecker. Also einfach gut. Der riecht einfach gut. Der hat so ein paar Schimmerpartikel noch mit drin und eigentlich konturiere ich mich nur mit ihm. Mit dem habe ich es zum ersten Mal probiert. Und ja, ich glaube, der bleibt mir auch noch lange erhalten, weil ich brauche da ja nicht viel. Ich mache das einfach so ein bisschen hier, ein bisschen dort. Mal sehen, vielleicht werde ich das noch ein bisschen ausschmücken. Mal schauen, ob ich da noch... Ja, und dann natürlich auf jeden Fall mega wichtig, meine geliebte Gesichtscreme, die bald auch schon wieder leer ist, muss ich auf jeden Fall nachkaufen. Hilft so gut, ich liebe sie, ich kann es tausendmal noch sagen. Von der kriegt man auch keine allergischen Reizungen oder irgendwas. Ach, ich liebe dich. Jedes Mal in den Videos knutsche ich dieses Salbe. Ja, diese Creme, echt schlimm. Bin ich da Alter. Beziehungsweise dann der die Eyeshadow. Ein Haar. Ja, mit so langen Haaren hat man die irgendwie überall. Egal. Meine Pinsel sind eigentlich fast nur aus von. Ja, den benehmen. Jutta! Ich kauf's mir bald neu. Ich hoffe, es gibt's noch. Meine Haare.